Moin. Ja, wie ihr seht, ist das andere eingetreten, was ja aber auch möglich war. Aber ganz leicht kann man da den Mount Cook noch sehen. Man muss hier mit dem Finger hin, da. Man sieht da ein bisschen die Schnee, den Schnee da drauf. Allerdings natürlich doch eine schlechtere Sicht als gestern. Wir haben jetzt in Ruhe ausgeschlafen und gefrühstückt. Hier sind auch schon einige weg im Vergleich zu gestern. Und wenn man nach da hinten schaut, nicht so gut zu erkennen, aber Richtung See wird das Wetter ein bisschen besser. Deswegen fahren wir jetzt einfach wieder zurück. Hier gibt es nichts Großes für uns. Wir wollen jetzt hier nicht im Regen wandern. Der Wetterbericht sagt jetzt auch nicht gerade, dass es in den nächsten Stunden oder Minuten besser wird. Man dann aussieht, ob man den Mount Cook hätte. Wir kommen ja nochmal von der anderen Seite ran, von der anderen Küstenseite da lang fahren. Und von daher machen wir uns jetzt auf den Weg und fahren mit unserem Camper los. Bist du bereit? Okay, der Große ist auch bereit. Das heißt, wir können jetzt losfahren. Die beiden sitzen da sich gegenüber und können auch tatsächlich aus dem Fenster rausgucken. Und das ist, glaube ich, ganz praktisch zur Selbstunterhaltung und gleichzeitig auch, um ein bisschen draußen was zu sehen. Bibi sitzt ab und zu auch daneben an, denn hier kommt man ja wie im Mietwagen nicht so einfach mal mit der Hand daran, um da aushelfen zu können. Aber so ist das dann halt im Camperleben. Dann gibt es halt auch mal einen Sitz nur in der zweiten Reihe. So, wir fahren jetzt los. Ja, das Wetter ist jetzt nicht so das Beste. Man sieht im Hintergrund auf jeden Fall auch eine spektakuläre Landschaft und Berge. Aber es regnet hier auch, Nieselregen. Wir haben jetzt hier in Cromwell noch einen kurzen Zwischenstopp gemacht, denn der Große war sehr quengelig. Hat irgendwie nur 10 Minuten geschlafen, ist dann wieder aufgewacht und war nicht happy mit der Situation. Und Vivi musste jetzt leider dann komplette Betreuung machen auf der ersten Strecke der Fahrt. Wir haben jetzt auch irgendwie eine Stunde bis nach Queenstown. Die fahren wir jetzt einfach und hoffen, dass in Queenstown das Wetter zumindest etwas besser ist. Ansonsten haben wir ja aber unser Zuhause, dass wir ja auch überdacht sind. So ist es ja nicht. Aber wir wollen ja auch von Queenstown ein bisschen was sehen. Wir sind da auch 2 Nächte und hoffen dann, dass wir zumindest auch morgen für unseren vollen Tag ein bisschen mehr trockenes Wetter zumindest bekommen. Ansonsten, ich glaube, die Fahrt bisher ganz gut. Wir haben in Tüse noch mal kurz getankt und machen uns dann jetzt entsprechend einfach wieder auf den Weg. Genau, und sagen tschüss, kommen wir.
Wir sind hier ganz oben mit der Gondel einmal hochgefahren, der Große und ich. Vivi und die Kleine, die warten da unten irgendwo in der Stadt. Und wir wollten euch einmal für den V-Log die Aussicht natürlich mitnehmen. Auf jeden Fall genial. Haben wir beim letzten Mal nicht gemacht. Man kann hier auch noch mit so ganz coolen Autos fahren. Gegen natürlich extra Kosten für eine Fahrt. Wenn man ein bisschen mehr zahlt, kann man auch mehrfach fahren. Und genau, Kinder und Kinder dürfen da teilweise dann mit Tandem fahren und müssen dann nur $5 zahlen oder sowas. Genau, das mache ich jetzt aber nicht. Hey, aufgepasst. Und genau, er schaut hier gerade nochmal fleißig zu, wie die da alle angefahren kommen. Hat da gerade groß Spaß dabei und wir fahren jetzt eigentlich einfach wieder runter. Wir sind mit der Gondel noch einmal hochgefahren, wieder runter. 26 Euro Gondelfahrt, aber dafür hat er einfach mal nochmal einen anderen Ausblick auf Queenstown und auf die Gegend. Genau, also für euch hier nochmal der Ausblick. Moin! So, wir sind aus Queenstown losgefahren heute. Das Wetter hat sich leider etwas verschlechtert. Sieht jetzt eigentlich gar nicht mehr so schlecht aus auf der Kamera. Allerdings, wir sind auch schon umgedreht auf unserer Strecke. Wir wollten eigentlich Richtung Süden fahren, in Waskagel vorbei und ich glaube Slope Point hieß das. Das ist ein Punkt, wo man halt auch theoretisch Pinguine sehen kann, die immer abends rauskommen. Allerdings haben wir jetzt hier einen Sturm von irgendwie 50 km/h die ganze Nacht durch und wir hatten so einen freien Campingplatz. Das heißt, nicht nur ein Gewackel im Schlafen, sondern auch jetzt schon bei der Fahrt ist es teilweise sehr schwierig, mit dem großen Campingwagen hier auf der Straße zu bleiben. Hier unten im Süden, wo wir jetzt gerade fahren von Neuseeland, ist ja alles auch sehr offen. Und sobald uns da dann noch ein LKW von vorne entgegenkommt und uns kurz irgendwie in so ein Windloch fallen lässt, wackelt das schon ganz schön doll. Da haben wir uns entschieden, dass es das einfach nicht wert ist über Nacht, dass wir nicht mehr wissen, ob wir überhaupt rauskommen, wenn es nachher eh durchgehend regnet und so ein Wind ist, ob wir überhaupt da rauskommen und die Pinguine sehen. Dann mit dem Wackeln in der Nacht und der Sicherheit und den ganzen Aspekt. Deswegen machen wir jetzt hier unten wieder einen Schlenker zurück. Wir nehmen quasi schon ein Stück der Route, die wir morgen fahren wollten. Wir wollten ja hier auch nur eine Nacht bleiben und fahren jetzt wieder Richtung Norden wieder hoch. Allerdings eine andere Strecke, nicht nach Queenstown, sondern eine andere Seite des Gebirges. Und genau, wir fahren jetzt mal weiter und Vivi guckt währenddessen und recherchiert, was wir noch für andere Möglichkeiten hätten zum Übernachten. Weil wir den Campingplatz danach quasi schon wieder gebucht haben. Und bis dahin zu fahren wäre jetzt einfach noch zu lange. Wir machen uns mal auf den Weg, um nicht so viel Zeit zu verlieren und melden uns einfach nochmal vielleicht später.